da ist Feuer drin. Der Parallelslalom bei Jugendtrainiert für Olympia. Der Krimi unter den Wettkämpfen und ein Leckerbissen für alle skialpinen Gummis. Man nehme zwei Teams à 5 verrückte Skiasse und würzt das mit einer Prise Wahnsinn, einer ordentlichen Portion Mut und einem Schuss Geschwindigkeit. Wenn man den Gegner sieht, dann pusht es einen nochmal richtig an, dann fährt man nochmal schnell. Es macht halt einfach Spaß, gegen den anderen zu fahren. Und man hat halt auch mehr Adrenalin als normal. Ja, und mit der Klappe ist halt auch was anderes. Und da kann man halt die Tore auch so wegkicken und so. Einfach, dass man da nicht immer warten muss auf die Ergebnisse, bis es immer alles runterfährt, sondern gleich weiß, ja, den habe ich besiegt oder den habe ich nicht besiegt. Mitfiebern, anfeuern, jubeln und zwar gemeinsam. Dieser Wettkampf ist auch der Teamgeist-Check. Wer hier als Mannschaft funktioniert und sich verbal besonders gut pusht, kann den letzten km/h aus dem Ski herauskitzeln. Ja, wir schreien uns da schon richtig raus. Also ich glaube, wir haben einen guten Teamgeist und wir pushen uns alle gegenseitig. Ja, es ist spannend, wenn man dann für die anderen auch noch mitfiebert. Und man muss halt wirklich zusammenhalten, weil das gilt als alle zusammen, als die Gruppe. Ohne Team wird es gar nicht gehen und es ist einfach Teamgeist und anders geht's nicht. Also zusammen gewinnen und natürlich auch verlieren, das gehört dazu bei Jugendtrainiert für Olympia. Da werden die kleinen, großen Cheek-Cracks bei den engen Battles besonders auf die Zerreißprobe gestellt. Da liegt es an Trainern, dass ihre Schützlinge die Nerven behalten. Unten, klein machen, Gas geben, glitschen drei Tore, in Position, Schusshocke. Konzentrier dich drauf. Einfach. Dann dritten Piepser runter, hinter, volle Spannung und dann Startsignal raus. Die Spannung greifbar, der Ehrgeiz enorm. Da muss auch mal getröstet werden. Gewinnen kann bekanntlich nur ein Team und das kommt zweimal aus Bayern. Bei den Mädels gewinnen ganz eindeutig die Girls von der St. Irmgard Realschule mit 4:1. Total aufgeregt, aber wir haben uns schon so sehr vertraut, dass wir gewusst haben, dass wir es jetzt alle runterbringen. Deutlich enger ist die Kiste bei den Bubis. Garmisch-Partenkirchen gegen Rosenheim. 2:2, der letzte Fahrer entscheidet. Und der kommt vom Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium. Herzlichen Glückwunsch. Doch Kopf hoch bei den zweiten Siegern. Der Parallelslalom nur eine Disziplin im alpinen Wettkampf. Durch die schnellste Zeit beim Vielseitigkeitslauf siegen die Garmisch-Jungs in der Gesamtwertung des total rasanten Schneeabenteuers. Tag der Entscheidung! Noch einmal konzentrieren, einmal fokussieren, einmal alles raushauen. Denn der letzte Wettkampftag im Langlauf versprach Spannung pur. Dramatisch die Ausgangssituation in der Mannschaftswertung der Jungen. Die Schule aus Oberwiesenthal führte nur hauchdünn vor der Schule aus Altenberg, nur mit 3,8 Sekunden. 4 Sekunden ist gar nichts. Boah, wie wird das nur enden? Die Auflösung? Gleich. Denn zuvor gehörte anderen die Strecke. Den Anfang machten die Teilnehmer von Jugendtrainiert für Paralympics. 3x2 Kilometer, heißt 2x Daumen drücken für den Wechsel. Es ging um den Gesamtsieg. Also ich war schon sehr aufgeregt. Meine Hände haben gezittert, Herz klopfen. In der Kategorie der Sehbehinderten setzte sich klar das favorisierte Team aus Waldkirch durch. In der Kategorie geistige Entwicklung gewann das Team der Dr. Pessler Schule aus Merane. Ersten Siegergesichter eingefangen und schon stand die nächste Entscheidung an. Mixstaffel im Langlauf bei Jugendtrainiert für Olympia. Je 2 Mädchen, je 2 Jungen, je 2 Kilometer. Und sie waren die Führenden, die Realschule Titisee Neustadt. Wir geben alles! Beim Start ging noch alles gut, doch die dritte Läuferin hatte Probleme, übergab den Stab mit deutlichem Rückstand an den Schlussläufer. Stattdessen führte auf einmal das Team aus Willingen. Also ich bin total glücklich, weil ich habe jetzt Dritte gewechselt und ich habe einfach alles gegeben, was ich konnte. Egal, wenn ich mehr konnte, ich bin einfach weitergelaufen. Und so haben wir mit einem Vorsprung übergeben und jetzt sind wir vorne.
Doch was dann geschah, wird niemand so schnell vergessen. Luis Braun griff an, robbte sich heran und eroberte die Spitze zurück. Ich habe gesehen, dass der vor mir ist, der wohl vor mir war. Ich wollte ihn einfach noch einholen und nochmal alles gegeben. Es war geschafft. Tagessieg, Gesamtsieg. Richtig kaputt, ja. Ich kann gar nicht. Alles weh. Danach war es soweit. Showdown bei der jungen Staffel. Schafft es das Team aus Sachsen, den Vorsprung von 3,8 Sekunden zu behaupten? Die Anspannung ist schon ziemlich groß hier. Es geht ja schließlich um die Schüler-WM. Wir haben gute Chancen auf den Sieg, weil es sind nur 4 Sekunden und da müssen wir ihm Gas geben. Auf die Plätze, fertig, los. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run. Schon beim Start die Konkurrenz aus Altenberg mit Problemen. Die Sachsen setzten sich ab. 3x2,5 Kilometer wurden absolviert. Läufer 2 gab dann die Führungsposition ab, denn auf einmal kam die Mannschaft aus Oberhof. Das Rennen war sehr amüsant. Mein Vorläufer hatte auf 2 übergeben. Bin gut drangekommen, habe auf 1 gewechselt. Für mich war es ein Top-Rennen. 18 Sekunden hatten sie vor dem Wettkampf Rückstand. Sollte ihnen sogar die Überraschung gelingen? Sollte es noch was mit dem Gesamtsieg werden? Nein. Zwar holten sie sich den Tagessieg, doch fehlten am Ende 5 Sekunden. Auf die Sachsen, die Zweiter in der Disziplin wurden und sich damit den Gesamttitel holten. Ich bin ziemlich froh, auch wenn wir nur Zweiter geworden sind. Aber auch so ein Staffelsieg, da kann man auch sagen, das haben nicht alle geschafft. Also, ich bin eigentlich ziemlich glücklich drüber. Lass uns lachen, weinen, tanzen. Was war das für ein dramatisches Finish? Was war das für ein würdiger Abschluss eines spektakulären Langlauftags? Lass uns lachen, weinen, tanzen. Auch bei den Nachwuchsadlern auf der Schanze in Füssen. Höher, schneller, weiter, das ist die Devise, denn heute zählt's. Und na klar, die Aufregung ist dementsprechend groß. Ich bin aufgeregt vor dem Wettkampf. Also ich bin eigentlich fast vor jedem Wettkampf sehr aufgeregt, weil man nicht wissen kann, welcher Platz man wird, es sei denn, man springt allein. Und das ist heute auch für uns alle, also für die meisten, der erste Teamwettbewerb, den wir in unserem Leben haben. Die guten Leistungen der letzten Tage beim heutigen Teamspringen zu bestätigen und hier und da noch den ein oder anderen Meter weiterfliegen, das ist das Ziel. Doch mindestens genauso wichtig, heute ist Teamgeist gefragt, denn nur gemeinsam kann ein gutes Ergebnis erzielt werden. So ein Wettkampf schweißt natürlich extrem zusammen. Und man siegt miteinander und man verliert auch miteinander. Und wenn man dann wirklich die Kinder dann sieht, und das werdet ihr Nachmittag oder nachher auf Mittag sehen, wenn die Siegerehrung dann was dann für Emotionen losgehen. Und das hat man eigentlich nur im Teamwettkampf. Auch heute wieder mit dabei ist Nathalie Armbruster, Gewinnerin des Einzelspringens. Sie trat mit ihren Kollegen aus dem Regionalteam Schwaben an. Nach guten Sprüngen in Durchgang 1 braucht es in einem denkbar knappen Wettkampf einen letzten gelungenen Sprung, um den Gesamtsieg beim Bundesfinale einzutüten. Und tatsächlich, 19 Meter reichen den Schwaben. Die Erleichterung und Freude sind nicht zu übersehen. Also, er hat mir Spaß gemacht, weil ich finde, das Team, das ist schon was, dass man gemeinsam springt und nicht jetzt gegeneinander, weil wir sind ein Team und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir immer zusammenhalten. Die Freude, dass wir jetzt alles gewonnen haben, ist natürlich schon größer als, aber ich habe mich schon ein bisschen geärgert, weil meine Sprünge, dann der Probedurchgang, der war auch besser als die Wettkampfsprünge. Aber ich möchte auch ein großes Dankeschön an unsere Trainer sagen. Ähnlich gut lief es für das Regionalteam Vogtland-Oberlausitz, die sich dank starker Sprünge und überragenden Haltungsnoten den Tagessieg sichern konnten. Das hätte man auf jeden Fall so nicht gedacht. Podest vielleicht, aber Erster auf jeden Fall nicht. Heute früh bin ich aufgewacht und da habe ich auch gedacht, ja, vielleicht Zweiter oder Dritter, aber Erster bestimmt eh nicht. Die Entscheidungen bei den Nachwuchsadlern sind gefallen. Was bleibt, sind glückliche Sportler und tolle Erinnerungen.